Danke sehr, Frau Präsidentin. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir beim Thema Geodaten nicht auch nur annähernd die Emotionalität der letzten Debatte erreichen werden. Das ist natürlich auch gut so. Aber Geodaten sind ein durchaus spannendes Thema. Und ich meine das tatsächlich vollkommen ironiefrei. Danke sehr. Denn für Nicht-Eingeweihte ist es tatsächlich regelmäßig höchst verblüffend, mit welcher Vielfalt an Datenformaten, Referenzierungsverfahren und schlichtweg Modellen der Erde man es zu tun bekommen kann, sobald man sich mit Geodaten auseinandersetzt. Als ich vor 17 Jahren mein Unternehmen gegründet habe, habe ich nämlich genau das getan. Da habe ich meinen Zeh ins Wasser der Geodaten gehalten, denn mein erstes Produkt war ein GPS-basiertes Fuhrpark-Controlling-System. Das heißt, auch damals ging es natürlich auch um die Verarbeitung, Auswertung und Visualisierung von Geodaten. Heute sind wir natürlich ein bisschen weiter. Und was auch mit dem Thema Open Data und so weiter referenziert, ist nicht nur, dass dadurch Geschäftsmodelle ermöglicht werden, sondern vor allen Dingen, dass es eine ganz große Vielfalt an Open-Source-Initiativen geben kann. Das heißt, dass Leute bereit sind, sehr viel Zeit und Energie darauf zu investieren, ein frei verfügbares, also eben gerade nicht kommerzielles Produkt zu erstellen. Und auch diese Initiativen sind Unterstützung durch die Politik absolut wert. Wie gesagt, ich kann hier aus 1, 2, 3 aus eigenhändiger Erfahrung schöpfen. Und ich denke, das ist auch hilfreich, wenn man sich jetzt hier die Grundlagen für weitere datengetriebene Geschäftsmodelle überlegt. Die Rohdaten sind nämlich notwendig, aber sie sind nicht hinreichend. Ich will jetzt nicht die technischen Aspekte hier überstrapazieren, aber im Grunde genommen sind diese Rohdaten bestenfalls Halbzeuge. Es bedarf eigentlich fast immer eines Intermediärs, nennen wir ihn den Datenintermediär, der diese Rohdaten so aufbereitet, dass sie überhaupt für die Vielzahl der Nutzer in irgendeinem sinnvollen Sinn anwendbar sind. Ich möchte ein Beispiel geben, das mit Sicherheit viele hier kennen. Das ist Statista.com. Soweit ich weiß, produziert Statista selbst gar keine eigenen Daten. Die Rohdaten kommen alle aus anderen Quellen, sind in der Regel auch öffentlich zugänglich. Und die wesentliche Leistung von Statista besteht darin, eine Plattform zu bieten, die zum einen den Zugriff auf diese Daten erlaubt und zum anderen es auch relativ unbedarften Nutzern erlaubt, durchaus ansehnliche Diagramme und Tabellen zu zaubern. Aber hier geht es ja darum, öffentliche Daten öffentlich verfügbar zu machen. Und der Kern des Antrags ist ja vor allen Dingen die kostenlose Verfügbarmachung von Geodaten. An der Stelle wäre es natürlich durchaus mal interessant gewesen, vielleicht im Vorfeld des Antrages auch zu erheben, wie viel, nennen wir es mal, Geodatenumsatz denn überhaupt da zusammenkommt. Ich gehe nämlich davon aus, dass sich das im Grunde genommen kaum lohnt, dass das bestenfalls ein kleiner Beifang ist und mit Sicherheit keinen nennenswerten Beitrag zur Deckung der Kosten leistet. Ebenfalls wünschenswert gewesen wäre ein kleiner Rekurs auf die gesetzliche Rahmenlage, die zurzeit herrscht. Denn immerhin seit 2009 gibt es ein Geodatenzugangsgesetz des Bundes und auch einige Länder haben da nachgezogen. Wir haben in Hessen immerhin das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, was mit Sicherheit auch ganz interessante Dinge enthält. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass dieser Antrag unterstützenswert ist und werden das natürlich auch tun. Aber unseres Erachtens kann das nur ein Anfang sein. Meine Damen und Herren, Sie alle haben das Stichwort Online-Zugangsgesetz schon einmal gehört. Die Digitalministerin hat uns ja leider verlassen. Sie saß eben noch auf der Tribüne. Das ist sehr schade, denn ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass die Digitalministerin, Frau Prof. Sinemus, in Sachen Onlinezugangsgesetz die richtigen Prioritäten setzt. Ich denke da an den Berichtsantrag der FDP zum Thema IT-Personal in der Landesverwaltung. Ja, da das in öffentlicher Sitzung war, darf ich da auch berichten. Die Frau Ministerin war nicht in der Lage, auch nur irgendeine grob qualitative Aussage zu treffen, was den Umfang des Einsatzes externen IT-Personals angeht. Meine Damen und Herren, es gehört nun wirklich nicht viel Fantasie dazu, dass der Bedarf der Landesverwaltung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes natürlich immens sein muss und dass die Frau Ministerin nicht in der Lage ist, wenigstens eine grobe Einschätzung zu geben. Das zeigt mir,
dass sie dem Thema offenbar nicht die hinreichende Bedeutung beimisst. Und das ist außerordentlich schade, um es mal vorsichtig zu formulieren. Denn die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bietet immense Chancen. Ich gehe davon aus, da die Ministerin diese Aussage nicht treffen konnte, weiß ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass zurzeit Heerscharen von Beratern unterwegs sind, die wahrscheinlich jede Menge UML-Diagramme zeichnen, sich mit Datenstrukturen befassen etc., um vor allen Dingen eine explizite Beschreibung von Verwaltungsverfahren und bestehenden IT-Prozessen zu leisten. Ob das agil und in Sprints erfolgt, ist mir auch unbekannt. Vielleicht weiß Scrum Master Felzerhausen ein bisschen mehr darüber. Aber auf jeden Fall wird damit sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet. Nicht nur, weil man viele organisatorische Prozesse dann hinterfragen kann, sondern weil das Ganze ja dann eben auch elektronifiziert und in IT gegossen werden soll. Zurzeit ist wahrscheinlich für die Verwaltung das Onlinezugangsgesetz eher ein Stressfaktor und wird als lästige Pflicht gesehen. Wir alle hier sollten das nicht tun. Denken Sie, wäre sie jetzt hier, würde ich das der Frau Prof. Sinemus gerne zurufen, denken Sie bitte immer Open Data mit. Es geht hier nämlich nicht nur um datengetriebene Geschäftsmodelle, es geht auch nicht nur um, jetzt hätte ich fast gesagt, wohltätige Open-Source-Initiativen, sondern es geht auch um politische Werkzeuge. Wie oft hören wir, wir fahren auf Sicht, das können wir jetzt alles noch gar nicht wissen, Politik muss sich schrittweise vorantasten. Und das ist manchmal ja auch berechtigt. Aber mein Petitum lautet eindeutig, streichen Sie, fahren auf Sicht, setzen Sie, mehr wissen, besser entscheiden. Das ist mein Appell. Diesen Antrag unterstützen wir, aber das kann nur der Anfang sein. Hessen braucht mehr. Danke sehr. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert noch einmal zu Wort gemeldet. Ihnen verbleiben 3 Minuten. Danke sehr, Frau Präsidentin. Also, da muss man jetzt, glaube ich, noch einmal einen Satz dazu verlieren. Also, Herr Felzerhausen, das hier ist wirklich im Ernst. Geodaten, die von der öffentlichen Hand erhoben sind, gleichsetzen mit Daten, die von privaten Unternehmen gewonnen wurden, unter, ich nehme mal an, Aufwendung erheblicher Mittel. Ja, das, ja, natürlich haben die öffentliche Mittel, aber Sie können doch nicht im Ernst verlangen, dass wenn, ich meine, was, wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie, da gehen die Geologen übers Land, hauen einmal einen Nagel in den Boden und wissen dann, wie es da mit dem Untergrund aussieht? Da ist doch richtig viel Geld investiert worden. In den allermeisten Fällen sind diese Explorationsvorhaben auch erfolglos. Ja, das heißt, es ist im Prinzip verlorenes Geld. Und trotzdem ist das natürlich ein wertvolles Kapital für diese Unternehmen. Und Sie wollen diese Unternehmen praktisch enteignen? Ist das die Aussage, die Sie hier machen wollen? Sie wollen die Unternehmen enteignen? Ja, aber Herr bitte keine Zwiegespräche. Schenken Sie dem Redner bitte mehr Aufmerksamkeit. Also, ich finde, das ist jetzt einigermaßen selbstentlarvend, weil hier werden nicht Äpfel und Birnen verglichen, sondern Kirschen und Kürbisse. Und im Übrigen kommen wir doch wieder de facto zu einem Punkt, den ich am Dienstag gestreift habe. Was Ihnen natürlich vorschwebt, ja, ist natürlich wieder eine Regulierung. Es dürfen die Großen dürfen da nicht ran, aber die Kleinen dann irgendwie doch. Da muss es irgendwelche Regelwerke geben. Und eins will ich auch ganz klar sagen, dass wir im Bereich der Besteuerung von internationalen Digitalkonzernen da wirklich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen haben. Also das wird ja nun wirklich niemand ernsthaft in Abrede stellen. Aber wir haben es gehört, es geht hier um Gründungen, um Start-ups, die gepäppelt werden sollen. Und das sind doch gerade diejenigen, die am meisten unter Regulierung leiden. Wann erkennen Sie das endlich? Ja, Ihre Sympathie für die Planwirtschaft, die dürfen Sie ja weiter kultivieren, die führt nur leider in die Irre. Und deswegen haben wir einen ganz klaren marktwirtschaftlichen Kurs. Gott sei Dank. Dankeschön.